Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hier in diesem neuen Video habe ich für euch einen weiteren Glitch, womit wir hier auf die Spezialfahrzeuge vom Fahrzeuglagerhaus Bennys Felgen draufklatschen können. Dieses Video ist jetzt so, beziehungsweise dieser Glitch ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Er hat zwar mehrere Schritte, ja, hat aber nicht große Timings. Ihr solltet wirklich das komplette Video hier anschauen und auch gut zu hören, weil ihr müsst die Schritte halt genau in der Reihenfolge machen, wie ich das mache. Und es ist auf jeden Fall machbar, hat halt aber mehrere Voraussetzungen. Ich werde jetzt die ganzen Voraussetzungen sagen, es sind auch wirklich mehrere und es ist jetzt nicht für Spieler, die Level 20 sind und nicht viel in GTA haben. Wichtigste ist hier Voraussetzungen der RC Bandito auf Bennys Felgen. Ich habe das Video schon gezeigt gehabt und es wurde zwar nicht so oft geklickt, was mir ehrlich gesagt auch egal ist. Wer es halt nicht angeschaut hat oder beziehungsweise vielleicht irgendwo anders gesehen hat und den RC Bandito auf Bennys hat, ist das hier Pflicht, das so zu haben. Und den Job dafür, für diesen Glitch hier auch, werde ich auch natürlich im angepinnten Kommentar da lassen. Und ja, es sollte auch auf der Xbox One funktionieren, genauso wie hier auf der PS4. Er ist nicht Solo, ich zeige nicht die Solo-Variante, weil eventuell man da bei der Solo-Variante vielleicht tote Stellplätze machen könnte und deswegen zeige ich hier die Methode mit Freund. Und vorab natürlich ein Special Thanks für Mod Beep GTA 5, der auch ein französischer YouTuber ist. Der macht auch sehr gute Videos, der hat das Ganze schon sehr gut auf Englisch erklärt. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr mal sehr gerne seinen YouTube-Channel anschauen oder einfach mal ihm einen Besuch abstatten und sagen, dass ihr von mir kommt. Das wäre richtig nice, weil er hat mir auch schon ein paar Mal geholfen. Von daher, man hilft sich untereinander. So, also die ganzen Voraussetzungen hierfür sind, okay, jetzt bitte aufpassen. Ihr dürft es nicht irgendwie vergessen. Macht das alles genauso wie ich. Also kommen wir jetzt zu dem. Ich mache das in der geschlossenen Freundesitzung mit meiner zweiten Konsole natürlich. Ihr macht es halt mit eurem Kumpel. Kumpel benötigt dieselbe Basis wie ihr, dann benötigt euer Kumpel eine Avenger und irgendwas wie zum Beispiel den Deluxe, was er hinten in die Avenger reinfahren kann. So, die Schritte von ihm werde ich auch noch rechts oben einblenden. Und ihr müsst es auf jeden Fall von der Story aus, geht ihr auf die Einstellungen, Steuerung, macht ihr das entweder im freien Zielen oder freies Zielen unterstützt. Weil euer Kumpel muss dann über Communities einfach irgendjemanden wildfremden joinen. Okay, der im anderen Zielmodus ist. Das erkläre ich auch noch. Dann braucht ihr halt, wie gesagt, auch die Basis dafür. Ihr braucht die Avenger, so wie ich, nicht unbedingt. Braucht man nicht. Hier muss fast alles voll sein mit Autos, egal welchen. Und ihr benötigt hier drin dann aber einen freien Stellplatz. Seht ihr das? Hier ist ein freier Stellplatz. Falls ihr keinen freien machen könnt, müsst ihr ein Straßenfahrzeug auf irgendein anderes Fahrzeug draufballern. Falls ihr es nicht löschen könnt oder so, dann könnt ihr das Straßenauto einfach in die Luft jagen. Dann habt ihr hier drin einen freien Stellplatz. So, bezüglich Basis denke ich mal, ist das jetzt hier schon alles gewesen. Ein freier Stellplatz, Rest mit Autos gefüllt, egal welchen. Später sollen wir die Vollmeldung annehmen. Dann benötigt ihr hier die Arena. Wir gehen kurz ins Internet, in der Arena auch irgendein, klar, ihr braucht den RC Bandito dafür, sowieso, den habt ihr auch auf Bennys Felgen und irgendein Auto in der Arena-Werkstatt, in der ersten Ebene. Puh, dann braucht man noch auf jeden Fall, es sind leider ein paar Voraussetzungen, wie gesagt, aber das ist halt für Spieler, die schon viel haben in GTA. Dann benötigt ihr auf jeden Fall irgendeinen Bunker, das ist egal welchen, ich habe zum Beispiel den hier und dort drin braucht ihr auch die Privaträume. Und da könnt ihr auch den Spawnpunkt reinsetzen. Dann benötigt ihr auch noch, klar, ein CEO-Bürogebäude, welches ist egal. Und eine Firmengarage drin. Und einfach auch irgendein Auto drin, in das wir später einsteigen. Das ist auch egal, welches Auto. Wir werden dort ein Blackscreen bekommen. Und klar, das Fahrzeuglagerhaus an sich nicht zu vergessen. Ja, das heißt, ich werde jetzt ich mache das einfach, das funktioniert hier, ich zeige gleich mit welchen Karren das auf jeden Fall funktioniert. Mit dem Ramp Buggy, was haben wir hier noch? Wo sind die Karren hier? Das geht auf jeden Fall, habe ich schon gemacht mit dem Ruina 2000, mit dem Technical Aqua, mit dem geht es nicht. Mit Blazer Aqua habe ich es geschafft.
Mit dem sollte es gehen, mit dem Ruiner. Mit den zwei Sachen geht's hier nicht, habe ich nicht geschafft. Rocket Voltic habe ich geschafft. Ja, das sind so die Sachen, die funktionieren. Okay, ich mache das einfach, mach mal mit dem Rocket Voltic ganz easy oder mit dem Rampage, das ist mir egal. So, und dann setzt ihr natürlich euren Spawnpunkt auf Bunker. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, okay, ich denke mal, jetzt kann ich hier schon den Part vom Kumpel einblenden. Jetzt rechts oben, nein, Moment, das war jetzt noch die alte Galerie. Jetzt rechts oben der Part vom Kumpel. Wie gesagt, ihr müsst dieselbe Basis besitzen. Schauen hier mal kurz auf der Map. Das Video wird auch ein bisschen länger. Ja, hatet nicht deswegen ab, weil ich muss hier echt jeden Schritt erklären. So, Kumpel ladet euch ein. Basis verwalten, einladen. So, kann in den zum Beispiel Deluxo einsteigen. So, ich nehme die Einladung an. So, ich habe zwar schon den Rocket Voltic, aber falls ihr ihn nicht habt, könnt ihr den, ich weiß nicht, ob das, nee, ich glaube schon, dass man die Sachen besitzen muss, ja. Falls ihr die dann auf Bennys Felgen machen wollt. Was will ich hier kurz? Ich will hier kurz, das ist eigentlich egal. Ich muss jetzt nicht hier Stil wechseln. So, ihr lauft dann einfach hoch zu dem Fahrzeug, was halt euer Kumpel in die Avenger fahren kann. In meinem Fall ist es hier rechts oben im Bild der Deluxo. Ihr steigt einfach nur ein und Kumpel fährt mit euch in die Avenger rein. So, dann kann Kumpel Kreis drücken und dann bleibt er auf dem Feld Avenger verlassen. Jetzt rechts oben im Bild mache ich das so, ich drücke die PS-Taste. Ihr seht das jetzt zwar nicht, weil ich habe hier keine zweite Elgato. Kumpel geht einfach, joint irgendjemanden, ob es ein Freund ist oder Community, ist irgendeine wildfremden Person. Und sobald rechts unten die Details abgerufen werden, verlässt er die Avenger und nimmt die nächsten 30 Meldungen an, was da kommen. So. Nimm einfach hier, komm, nimm mal den da. Sitzung beitreten, Sitzung wird abgerufen, Avenger verlassen. Annehmen, annehmen, beide Meldungen habe ich angenommen. Und ihr solltet dann, wie ihr seht, in einem Dauer-Blackscreen sein. Seht ihr das? Ihr habt unten rechts die weiße Ladeschnecke und ob jetzt Kumpel da in die Sitzung joint oder nicht, ist vollkommen egal. Auch wenn es ihn zurückschießt, solltet ihr normalerweise im Blackscreen bleiben. Mal schauen, was das jetzt hier bei mir rechts oben sagt. So, Spieler nimmt nicht teil, egal, ich drücke einfach X. Weil ihr könnt ihm jetzt über Party natürlich, ich mache das jetzt zusammen spielen, einfach eine Einladung schicken, raus. Und die nehme ich dann einfach an. Und euer Kumpel muss auf jeden Fall zurück in eure alte Sitzung rein. Wenn er dann in der alten Sitzung drin ist, muss er euch auf der Karte sehen. Wenn er euch nicht auf der Karte sieht, dann müsst ihr einfach eine neue Lobby machen und das Ganze von neu machen. Das kann schon vorkommen. So, ich join jetzt hier in einer anderen Sitzung, glaube ich. Dann nehme ich einfach das Ganze an und gehe in die alte Sitzung rein. Jawohl. Annehmen, annehmen. Zurück zur alten Sitzung. Ist nicht schwer zum Verstehen, das ist echt leicht. Es ist eher schwer für mich, das Ganze richtig zu erklären. Diese ganzen Steps. So. Und wenn er euch dann auf der Karte sieht, kann er euch selber umbringen oder er schickt einfach Merryweather, einfach Söldner auf euch. Beziehungsweise auf da, wo jetzt mein Blackscreen ist. Weil wir müssen aus dem Black hier raus und dann können wir mit dem Glitch weitermachen. So, der stürzt hier natürlich elegant, komischerweise durch den Boden durch, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Aber ich bin schon sogar, Alter, das ist echt geil. Beim letzten Mal bin ich in der Basis gespawnt, aber ich muss nicht mal Merryweather anrufen. Ich baller einfach mir selber in den Kopf. So. Wenn das Kumpel gemacht hat, kann er eigentlich hier aus dieser Sitzung schon verschwinden. Das waren eigentlich seine Schritte. Er kann einfach hier jetzt, Moment, wir warten, bis der Blackscreen weggeht. So, Blacky weg und Kumpel zieht sich einfach aus der Sitzung raus und die Aufnahme hier mit Kumpel ist eigentlich schon somit erledigt. So, ich kann das stoppen, die Aufnahme. Wunderbar. Also,
Hier registriert ihr euch ganz wichtig als CEO, nicht persönliche Fahrzeuge anfordern, nur Buzzard oder Straßenfahrzeuge benutzen. Ich benutze natürlich den Buzzard und fliege jetzt Richtung meines CEO-Bürogebäudes und fordere dort das Auto an, was halt die Bennys Felgen bekommen soll. So, das ist ganz wichtig, dass auch Kumpel raus ist aus der Sitzung. Ich bin jetzt hier alleine und ich spule das Ganze natürlich für euch vor, damit das Video nicht 3 Stunden lang wird. Spule ich das Ganze jetzt hier für euch vor und dann hören wir uns schon wieder. So, jetzt bin ich beim CEO-Bürogebäude. Ihr könnt es sehen. Jetzt gehe ich hier auf Fahrzeuge und fordere das Fahrzeug an. Ramp Buggy oder Rocket Voltic, komm, ich nehme den Rocket Voltic, ja. Den fordere ich jetzt einfach nur an. Lass ihn hier einfach nur rumgammeln. Genau, das hätte ich auch beinahe vergessen, aber das kommt jetzt hier gleich im Video. Ich benötige dann hier die Headset-App am besten für. So, da ist der Rocket Voltic. Ja, er ist zwar ein bisschen getuned, aber hat ultra hässliche Felgen. Ihr könnt es sehen. Da. Mega, mega hässlich und ohne Jenken. So. Das heißt, jetzt laufe ich hier einfach in die Firmengarage 1 rein und steige in irgendein Auto. Das ist egal. So. Ja, du kannst nicht beitreten, bla bla bla, wegen den Cops. Kurz die Cops wegmachen. Okay, es geht auch gleich so rein. Perfekt. Firmengarage 1. Und dort steige ich in ein Auto rein. Dann solltet ihr im Normalfall einen Blackscreen bekommen. Falls ihr keinen Blackscreen bekommt, hat irgendwas nicht funktioniert, von neu machen. So, ich steige einfach hier mal ins Auto ein. Wunderbar. Wir haben hier den Blackscreen bekommen, was ja nicht üblich ist. Rechts unten weiße Ladeschnecke, PS-Taste, Headset-App, GTA einfach nur anhalten. So, angehalten. Hier kommt schon PS-Taste und wieder zurück zur GTA. Die Meldung annehmen, die hier. Und wir landen in einer neuen Sitzung. So, und deswegen sagte ich, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr hier den Spawnpunkt auf den Bunker setzt. Weil hier sonst das mit dem RC Bandito dann nicht funktionieren wird. Deswegen braucht ihr hier wirklich diesen Bunker hier mit dem Spawnpunkt. So, und aus der Arena holen wir jetzt, ihr dürft hier auch nicht bei diesem Glitch irgendwie persönliches Fahrzeug, also bis hierhin nicht benutzen. Ich werde jetzt noch mit dem CEO Buzzard Richtung Basis fliegen und dort einfach irgendein Fahrzeug anfordern aus der Arena und es in die Basis fahren. Da ja dort noch der alte Platz leer ist, wird er uns hier als voll angezeigt und dort steht dann der Rocket Voltic drin. Das werdet ihr gleich sehen, ich zeig's euch. CEO, Fahrzeuge, wir fliegen mal kurz hin. So, also, wenn ihr dann hier auch bei der Basis seid, fordere ich jetzt natürlich das Auto an aus der Arena, egal welches. So, ich nehme einfach hier, komm, ein Easy. So, Easy ist da. Es ist egal eigentlich, welches Auto ihr davon nehmt. Das fahre ich jetzt. Angeblich ist ja hier der leere Stellplatz leer, aber da ist der Rocket Voltic drin, passt auf, ich werde es euch zeigen. So, Fahrzeug, Basis voll, das muss sein. Wir nehmen die an, falls es nicht kommt, habt ihr was falsch gemacht. So, seht ihr das? Hier, leerer Stellplatz, aber in der Liste steht Rocket Voltic und wir tauschen jetzt mit dem Marinefahrzeug einfach nur aus. So, das ist erledigt. Jetzt fliege ich wieder Richtung Arena und macht das dort mit dem Merch von dem Bandito und schon habe ich dann auf dem Ramp, auf dem Ramp Buggy sage ich schon, auf dem Rocket Voltic die Bennys Felgen, das war's.
So, ihr könnt es jetzt hier sehen. Hier ist mein RC Bandito mit Bennys Felgen. Deswegen sagte ich, ich benötige den auf Bennys. Und wo ist jetzt hier der Rocket Voltic? Da ist er. Okay. Also einsteigen. Pfeiltaste nach rechts für die Werkstatt. Und jetzt mergen wir das Ganze mit dem. Deswegen ist es wichtig, dass ihr den Spawnpunkt hier auf dem Bunker hattet, sonst wird es nicht klappen. Ihr fahrt hier rein mit dem Spezialfahrzeug, Kreis, Fahrzeug verlassen, geht hier einmal zum RC Bandito, Pfeiltaste nach rechts, raus, Werkstatt verlassen, steigt wieder in das Spezialfahrzeug ein. So, links oben werdet ihr noch die Meldung haben zum Rausfahren, mit Pfeiltaste nach links, drückt Optionstaste. Und geht, ja, der Job ist jetzt natürlich nicht da, das heißt, ich muss jetzt nochmal raus, wieder rein. Genau, weil dann werden die Jobs hier so eingeblendet. Auf eigene, zeigt er das jetzt an? Nein, ich muss einmal nochmal raus und wieder rein. Also ein neuer Versuch, Kreis, Fahrzeug verlassen, jetzt wird es funktionieren, da jetzt hier die Jobs angezeigt werden, wunderbar. Also nochmal zum RC Bandito, Pfeiltaste rechts, reparieren muss ich sogar noch, Werkstatt verlassen. In das Spezialfahrzeug, so, oben links die Meldung abwarten, Optionstaste, X, Touchpad-Taste. So hier, das ist der Job, der markiert sein muss, den ihr markieren müsst. Ist auch in der Videobeschreibung dann drin, in dem angepinnten Kommentar. So, Viereck für Job starten, bist du sicher? Ja, und links spammen. Dann sieht man noch, dass das Auto rausgefahren ist. So muss es sein. Erste Meldung mit Kreis, zweite mit X. Und jetzt spawnen wir back und haben hier, ha, seht ihr das? Die Bennys Felgen drauf, Alter. Mit Yankton Plate, mit meinem G-Twist Kennzeichen. So funktioniert das Ganze. Jetzt müsst ihr nur noch irgendetwas an dem Auto ändern. Und wenn ihr dann in den Editor geht und dann wieder in eine neue Sitzung, wird der hier dann einfach im Spezialfahrzeuglagerhaus landen. Ja, das war es eigentlich hier schon auch. Mehr ist hier eigentlich nicht zum Beachten. Der hat eigentlich schon alles übernommen hier. Ich tune das Ganze noch schnell zu Ende. Ja, das sieht eigentlich alles gut aus. Grüne Scheiben. Tja. Und Werkstatt verlassen. Das war's, Alter. Jetzt speichert er das Auto ab. Natürlich könnt ihr das mit Klamotten auch noch ändern, speichern. Und das war's schon hier mit diesem Video, ja. Wie gesagt, haltet das Ganze so ein wie im Video, sonst werdet ihr das Ganze nicht schaffen. Und ich denke mal, es ist eigentlich machbar hier. Ich habe ein gutes Video erstellt. Ihr solltet es schon checken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir wieder mal sehr gerne ein Like da lassen. Ansonsten hören wir uns mit dem nächsten Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace.